Uwu, meine Freunde. Heute wird es ziemlich Uwu. Diese Fanfiction nennt sich Blali x Säuli. I don't like where this is going. Okay, mein Freund, wir haben hier POV Victor. Liebe zu Gegenständen gab ich in die Google-Suchleiste ein. Ich konnte mich doch nicht in eine verdammte Säule verlieben. Nichts ist unmöglich, Toyota. Okay, wenn man diesen Punkt im Leben erreicht hat, liebe Freunde, dann sollte man sich wirklich hinterfragen. Das hat sogar eine Bezeichnung, oder? Objektophilie oder so? Love you. Das waren doch keine echten Gefühle. Vielleicht bilde ich es mir nur ein, weil ich zurzeit keine Freundin hatte. Wie fucking lonely muss man sein? Und so oft ich auch versuche, es zu leugnen, ich konnte nicht abstreiten, wie schön ich diese Säule fand. Als ob, Junge. Überhaupt nicht creepy, Leute. Überhaupt nicht creepy. Ihr Äußeres, so glatt und weiß, standhaft und bodenständig. Ach, sie war so standhaft, okay. Ich dachte schon, hä? Ich war so standhaft und bodenständig? Ich bin auch nicht bodenständig, Leute. Ich bin abgehoben. Mein Blick wanderte über ihre Oberfläche. Holy fucking shit, Vic left the channel. Unbewusst biss ich mir auf die Unterlippe und kam ihr ein Stückchen näher. Wie soll das ausgesehen haben, so? Mit einer ungewöhnlichen Unsicherheit streckte ich meine Hand nach ihr aus. Ich habe Säuli schon tausendmal berührt. Warum sollte ich jetzt auf einmal der Meinung sein, ich traue mich nicht, Säuli zu berühren. Nicht, dass Säuli etwas Falsches von mir denkt. Sie war angenehm kühl. Trotzdem hatte ich ein wenig das Gefühl, sie zu belästigen. Ich bin raus. Was? Pass mal auf, Leute. Ich spiele das Ganze jetzt nach, ja? Immerhin konnte sie sich nicht wehren. Allerdings könnte sie mir mitteilen, was sie dachte, würde sie es sicher wollen. Die Säule denkt sich so, Bruder, lass mich in Ruhe, was ist mit dir? Oh mein Gott, hör auf mit dem Scheiß, oh mein Gott. Police, this man, right there. Sie war all die Jahre bei mir geblieben. Wo soll die denn auch hin? Das ist eine fucking Säule. Sie war der einzige Halt in meinem Leben, auf den ich mich immer verlassen konnte. Auf was denn verlassen? Das ist eine scheiß Säule. Und wie lonely muss man sein, dass man sich auf sonst niemanden verlassen kann? Weder Freunde noch Familie. Was hältst du davon, wenn wir etwas Neues ausprobieren? Oh, da muss ganz schnell los. Vorsichtig strich ich über ihre Rundungen. Über ihre Rundungen, als ob, Junge. Das ist eine einzige Rundung. Ehe ich mich nicht mehr zurückhalten konnte und meine Lippen auf ihre Oberflächen legte. Okay, Leute, ich spiele das mal kurz vor, ja? Und ich wurde mit der Zeit immer stürmischer. Meine Wangen waren errötet und ich musste zugeben, dass ich eine leichte Beule in der Hose hatte. Das ist eine scheiß Säule. Lass mich kurz die Atmosphäre etwas schöner machen, lächelte ich und zog die Rollläden runter. Das wäre nämlich echt komisch, wenn von draußen jemand sehen würde, wie du mit einer Säule rummachst. Oder? Nein, völlig natürlich, Leute. War nur Spaß. Ich hätte schwören können, dass ihr Weiß noch heller erstrahlte als sonst, wenn dein White Privilege eskaliert. Ich weiß doch überhaupt nicht, ob Säuli das will. Ich weiß es doch überhaupt nicht. Ich vergewaltige literally Säuli. Eine Vergewaltigungs-FF. Und ich vergewaltige keinen Mensch, ich vergewaltige eine Säule. Und zog mir daraufhin hektisch das Shirt und die Hose aus. Wie soll man denn mit Säuli Sex haben? Also wie soll das funktionieren? Habe ich da vorher ein Loch reingebohrt? Hatte ich wirklich vor, mit meiner Säule zu schlafen? Das frage ich mich gerade unironisch. Kann jemand ein Bild davon machen? Mach das bitte nicht. Das war jetzt nur eine ziemlich dumme Idee. Was würden andere nur von mir denken? War es nicht egal, was andere dachten? Why do I have to keep Säuli loving a secret? Isn't it just a hobby? Mein bestes Stück war bereits halbsteif. Es war nicht ein Viertel steif, es war nicht vollkommen steif, es war halbsteif. Was genau mache ich denn da? Nehme ich mein Dio und reibe an dieser... Oh, ich will es gar nicht wissen, Leute. Das ist... Ah! I can't take it anymore! Leise keuchte ich auf und wurde lauter, je schneller ich wurde. Was mache ich denn da? Wie soll ich mit einer Säule schlafen? Was genau... Wie genau sieht das aus? Nur noch ein bisschen? Ja, schneller. Mach schneller, Säuli. Schneller. Beweg dich schneller nicht. Und kam auf ihre glatte Oberfläche. Woher will die Autorin denn wissen, ob die Oberfläche von Säuli glatt ist? Die ist nicht so glatt. Keuchend sah ich sie an und hauchte erneut einen Kuss auf ihre obere Hälfte. Junge, das ist so bescheuert. Das ist so bescheuert. Nanni, nichts würde unsere Liebe jemals zerstören können. Eine Liebesbeziehung mit einer Säule stelle ich mir eigentlich ziemlich unkompliziert vor. Ihr habt erstens immer recht, zweitens wird sie euch niemals betrügen und drittens also in jeder Hinsicht mega chillig. So, was sind die Kommentare? Victor X Bratwurst. Oh Gott, aber Säuli ist auch geil. Was zur verfickten Hölle? Irgendwie will ich, dass Vic das mal in einem Video liest. Hi. Wir kommen zur nächsten Fanfiction und das ist ebenfalls eine Iblali x Säuli Fanfiction. Es gibt mehrere Fanfictions, wo ich mit meiner Säule rummache. Hashtag Sali, Säuli und Iblali. Das ist unser Shipping Name.
Diese Fanfiction habe ich schon in meinem 24-Stunden-Stream vorgelesen. Das war jedoch um 3 oder 4 Uhr nachts, das heißt, die meisten haben es nicht mitbekommen. Erst einmal kommen wir zu Sollys Gedanken, ne? Denn in dieser Geschichte kann Solly denken, da ist Vicky, er ist so hot, aber ich bin für ihn einfach nur eine Säule. So hot. Ich meine, man kennt das, Leute. Wenn ihr mich auf der Straße seht, dann empfindet ihr genauso. Sorry. Na, Lieblingssäule? Oh, ich bin seine Lieblingssäule. Ich habe keine andere Säule hier im Raum. Was ist denn los? Du weinst ja fast. Oh mein Gott. Jetzt kommt das Coming Out. Leute, ich bin kurz davor, am 1. April ein Coming Out Video hochzuladen. Das heißt auch einfach nur Coming Out. Und da sage ich, dass ich Säule liebe. Meint ihr, es gibt viele Dislikes? Und warum antworten Toni und Nia immer im Chor? Sorry, Vic, beruhig dich. Du fängst bald wieder an zu weinen. Und hier wieder, was? Als wäre das so ein und dieselbe Person. Lel. Doch in voller Wut sprang Vic auf und schrie, ich muss doch Geld verdienen. Wovon soll ich denn leben, YouTube? Reicht verdammt doch mal nicht aus. Mann, beruhig dich doch mal. Wenn ihr einen Mental Breakdown habt, dann ist natürlich die beste Hilfe zu sagen, beruhig dich doch mal. Du hast Asthma? Hier ist doch überall Luft, du Idiot. Ach, Säuli. Wenn sie nur von meinem Geheimnis wüssten. Ich bin... The Green Arrow. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich fucking nochmal immer geil auf dich werde. Wenn es schon 2 Fanfictions darüber gibt, dann muss ja irgendwas dran sein. Kebab. Übrigens finde ich es super interessant, dass in beiden Fanfictions ich nur mit Solly rummache, weil es mir scheiße geht, weil ich lonely bin. Also in dem Falle bin ich auch verzweifelt, weil es mit YouTube nicht mehr laufen kann. Und in meiner Verzweiflung mache ich mit Solly rum. Also es macht schon irgendwo Sinn, dass ich so ein bisschen meinen Verstand verliere. Yes. I figured it out. Solly? Du bist so geil, Omk. Säuli, du bist so geil, Omk. XD, Uwu. Du machst mich auch noch geil as fuck. Als ob ich jemals so reden würde, Leute. What the fuck? Langsam näherte sich Vic Säuli und inzwischen hatte er schon eine richtige Latte. In der anderen Fanfiction hatte ich nur eine Halbbeule. Hier habe ich eine richtige Latte. Darf ich? Fragte Vic mit einem roten Gesicht. Warum habe ich ein rotes Gesicht? Es ist eine fucking Säule, die nicht antworten kann, die nicht lebt. So viele Fragen. Ist Säuli überhaupt vegan? Das ist eine gute Frage. Das ist die Frage, die wir uns alle stellen sollten. Ihm war klar, dass er keine Antwort bekam. Deshalb nahm er die Stille, die Säule von sich gab, einfach als ein Ja. Das ist wieder eine Vergewaltigung! Warum bin ich in jeder Fanfiction ein Vergewaltiger? Ich schwöre, ich werde in meinem Stream irgendwann noch geswortet. Dann machte er schnell die Rollladen zu. Ich schwöre, diese Fanfiction läuft genauso ab wie die letzte. Die beiden Autorinnen haben sich abgesprochen. Ich schwöre es euch. Ihn auch ja niemand erwischt bei der komischen Sache, die er jetzt tun wird. Ob ich mir nicht... das wirklich nur einbilde, weil ich keine Freundin habe. Ich schwöre, diese beiden Fanfictions sind abgesprochen. Da steht ja ein und dasselbe. Bisschen hart inspiriert, würde ich sagen. Langsam rieb er sich an Säuli auf und stöhnte. Du machst mich so geil schneller, bitte. Ist ja einfach geklaut. Pass auf, dass ich nicht auf deinen wunderschönen Kurven komme. Das wird klebrig. Was? Ich werde ab jetzt jedes Mal an dieser Säule vorbeilaufen und ein komisches Gefühl haben aufgrund dieser Fanfiction. Dass er sogar schon fast kam, als er Säuli auch nur für ein paar Sekunden anguckte. Als ob ich fast komme, wenn ich Säuli nur angucke. Als ob das Geilste ist, was ich je gesehen habe. So, als ob es nichts anderes gibt, was... I'm done. Kurve pur. Das sind nicht Kurven, Leute, das ist eine Kurve. Kein Wunder, dass ich dann doppelt komme. Gefällt dir, was du siehst? Zwinker-Smiley. Vic kam Säuli verdammt nah und leckte ihr übers Gesicht. Was für ein fucking Gesicht! Was denn für ein Gesicht? Säuli hat kein Gesicht. Aufgemalter Smiley hat jemand geschrieben. Ich schwöre, ich nehme ein Edding und mal Säuli ein Gesicht auf. Ah, ich komme, Säuli, ich komme. Aber wie habe ich denn jetzt wieder Sex mit der Säule? Wie soll das funktionieren? Er kam auf Säuli und rieb sich danach noch schneller an ihr, sein gutes Stück XD. Darf ich das hier überhaupt streamen? Oder werde ich gesperrt? Das wäre echt peinlich, von Twitch gebannt zu werden, weil ich eine Fanfiction vorgelesen habe, wo ich mit einer Säule Sex habe. Nein, scheiße, wer klingelt jetzt? Du bist voll mit meinem Sperma. In Klammern, help. Vic zog sich so schnell es ging an und hängte einfach ein Tuch um Säuli herum. Ja, das ist überhaupt nicht verdächtig, dass da ein Tuch um... V gleich Vic, J gleich Ju. Warum hast du gestöhnt? Bäh! Passt auf, Leute, Ju wird jetzt neidisch, beziehungsweise eifersüchtig auf eine Säule. Ja, ich weiß, du liebst diese verdammte Säule! Ju rannte zu Säuli und schlug und tritt gegen. Ich hasse dich, Säuli! Such dir jemanden anderen aus, auf den du... Excuse me, what the fuck? Julian, lass das! Ju, nein, verdammte Scheiße, schrie Ju äußerst angepisst. XD! Kannst du mal aufhören, immer XD zu schreiben? Ei, Blalis Kissen, sowas macht man nicht. Das ist unprofessionell. Babyboy? Daddy? Kitten? Wann ist das eine Daddy King Fanfiction geworden? 3 Kapitel weiter, Ju ist egal geworden. Solly ist egal geworden.
Ich mache mit Kelly rum. Ich dachte, das ist eine Hashtag-Sali-Fanfiction. Und jetzt passt auf, was im letzten Kapitel steht. Ich werde diese Fanfiction nicht mehr weiterschreiben. Der Grund dafür ist, dass ich diese einfach nicht mehr mag und Jublali oder generell Vic einfach nicht mehr so sehr mag. Du magst mich nicht mehr? Nanny? Ei Blalis unterstrich Kissen. Was habe ich dir angetan, dass du mich nicht mehr leiden kannst und diese Fanfiction nicht weiterschreibst? Also ich bin schon ein bisschen getriggert. Was sind die Kommentare? Nein! Ich hasse dich! Nein! Okay, cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut raus! Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute. Raindrop. Drop top. Smoking and cooking the hot bar. Cooking. Fucking on your bitch. Yeah, that.